Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und dieses Video ist eigentlich hauptsächlich dazu da, um euch einmal ein kleines Update zu geben, wie es unserem Channel eigentlich gerade so geht, was wir in Zukunft vorhaben und welche tollen Dinge uns so passiert sind und ja, euch an diesen tollen Dingen teilhaben zu lassen. Also auch ganz praktisch. Wir verlosen nämlich eine Kill-Team-Matte. Dazu aber erst einmal vielleicht die Erklärung. Ihr werdet es schon gesehen haben, nach dem 1000 für den Imperator-Logo kam jetzt gerade auch ein in Kooperation mit Kraken Wargames. Und das Ganze kam so, dass wir seit ein paar Wochen mit dem Tobi von eben Kraken Wargames in Kontakt stehen und uns sehr, sehr nett ausgetauscht haben. Der uns gesagt hat, er findet super cool, was wir hier irgendwie machen und uns sowohl Gelände geschickt hat, eben an Gero, der ja da so ein bisschen der Experte bei uns in der Gruppe ist, als auch an uns Killteam-Matten als Reaktion auf unsere Spielberichte. Und genau, jetzt haben wir so ein bisschen hin und her geredet und haben eben beschlossen, dass wir das auch in Zukunft fortführen werden. Das bedeutet, Tobi schickt uns in Zukunft Dinge von Kraken und wir machen Reviews für euch, schauen uns mal an, wie die ganzen Sachen, die Kraken produziert, sich in Warhammer 40k und das Tabletop-Spiel überhaupt so einbauen lassen. Und ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit und was ich euch an dieser Stelle schon mal versprechen kann und dass es mir auch ganz besonders wichtig ist, wir werden natürlich bei den Reviews trotz allem immer ehrlich sein und wenn wir die Sachen bekommen, auch zusehen, dass wir die einem sozusagen glaubhaften Playtest in irgendeiner Art und Weise unterziehen und wir werden dann auch so eine Bemalstation in nächster Zeit einmal bekommen, die dann zusammenbauen und gucken, was die eigentlich für Vorteile hat und ob es mit der vielleicht Schwierigkeiten gibt oder eben hoffentlich auch nicht. Ja, die nächste gute Nachricht ist, dadurch, dass wir jetzt umsonst Dinge kriegen von Kraken, werden wir die natürlich auch, wo immer es uns möglich ist, an euch weitergeben. Und damit fangen wir jetzt eigentlich auch ganz direkt quasi entweder als Dankeschön an langjährige, muss man mittlerweile ehrlich sagen, wow, es ist echt, langjährige Zuschauer an. Oder falls die Verlosung euch hierher gelockt hat, dann um euch anzufüttern. Genau, also das hier ist nämlich die Matte. Einmal Ancient Green Kill Team Matte von Kraken Wargames, die wir gleich quasi direkt als allererstes verlosen werden. Das ist auch die Matte, die Gero benutzt hat, um sein Wie baue ich ein Dschungelgelände auf Video zu machen. Das seht ihr entweder hier oder hier. Ich werde mir eines Tages merken, in welcher Ecke es ist. Ich verspreche es. Genau. Was müsst ihr tun, um an der Verlosung teilzunehmen? Das ist relativ simpel. Ihr könnt abonnieren und ihr könnt unser Video liken. Beides ist aber nicht wichtig, um an die Matte zu kommen, auch wenn wir uns natürlich sehr freuen. Sondern am Ende des Tages müsst ihr einfach nur einen Kommentar hinterlassen und am besten schreibt ihr da rein, was wir am Channel noch verbessern könnten, was ihr von uns gerne sehen würdet. Ich habe zwar eine riesig lange Liste von Why is it cool, Talan, Dschungelkrieger, über mach doch mal was mit Primarchs, aber es schadet ja nicht, einfach weiter zu sammeln und einfach mal zu gucken, worauf ihr insgesamt so Bock habt. Eine besondere Frage, die ich an der Stelle hätte, es kam jetzt mehrfach in unserer eigenen Gruppe auf, ob wir nicht auch kompetitive Battle Reports, also quasi völlig ohne Narrativ und keine Ahnung, Anna und ich geben es uns einfach dreckig mit harten Turnierlisten irgendwie auch mal aufnehmen sollen. Meiner Ansicht nach macht Kings of the Hill da gerade einen wunderbaren Job und es ist völlig unnötig, dass 1000 für den Imperator danach zieht. Aber wenn ihr sagt, hey, ihr hättet Bock, uns mal entweder sehr krass zur Sache gehen zu sehen oder alternativ völlig zu versagen, ich weiß es noch nicht, dann genau, schreibt auch das gerne rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob da ja, von eurer Seite Interesse besteht. Genau, und zuletzt kann ich es eigentlich relativ knapp noch fassen, aber es kommt auf jeden Fall von Herzen. Ich möchte mich bis hierhin ernsthaft bei allen Leuten, die den Kanal bis hier begleitet haben, bedanken, weil es, ja, keine Ahnung, ne? Man macht das so als YouTuber, man sagt dann irgendwie Danke, liebe Community, ihr seid mir super wichtig, aber es ist tatsächlich so, dass ich niemals gedacht hätte, dass wir von, ich weiß es gar nicht, hey, lass uns mal irgendwie Abendgarderobe anziehen und einen Spielbericht mit so einer shaky Handycam aufnehmen und ins Internet stellen zu, ja, eben genau das, ne? Irgendwie 800 und ein paar zerquetschte Abonnenten, die regelmäßig unseren Content schauen, kommen würden. Und ich freue mich einfach wahnsinnig über all die positiven Kommentare, die viele Bestätigung
Und tatsächlich auch über die berechtigte Kritik, wenn sie mal da ist, ne? Dass man auch mal ruhig härter nachfragt oder sagt, Leute, da habt ihr Quatsch erzählt. Auch das gehört dazu und es zeigt ja auch, dass ihr irgendwie mit dem Herzen dabei seid, euch das anschaut und auf unsere Sachen reagiert und auch dafür einfach ganz, ganz ehrlich und von Herzen tausend Dank. Es ist ein kleiner Traum, aber es ist ein Traum, der da wahr geworden wird. Wahr geworden ist. Jetzt wäre ich schon. Ha, ich verabschiede mich jetzt, bevor es noch schlimmer wird. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und genau.